Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik in einer etwas anderen Version. Und zwar heute mal mit einer VR-Brille gucken wir uns Jabba's Sailbarge an. Da sehen wir es. Wir sehen hier zum Beispiel ein bisschen was Spitteliges. Wir sehen was, wo wir was hochklappen können. Wir sehen dort Sachen, die Schießscharten oder was das auch immer sind. Wir sehen 11 Minifiguren. Die sehen wir auch da oben nochmal, welche das dann sind. Und wir haben ein Set mit, da gucken wir mal nach unten, 3942 Teilen für leider auch ziemlich genau 500 Euro. Dafür hat man hier auch 77 cm. Lieber Peter, das ist schon zwar eine Hausnummer und deutlich größer als das zum Beispiel die Version von 2013. Die, weiß ich nicht, wie lang sie war, dafür war sie aber auch mit 850 Teilen deutlich kleiner. Wir gucken mal hier rechts. Das Besondere an dem Set ist nämlich, dass wir uns die auch im Innern angucken können, was denn so bei Jabba zu Hause los ist. Wir haben hier die Kommandoeinheit, wir sehen hier das Gefängnis mit Wärter und vielen Details, die Küche vor allem auch. Und Jabba auf seinem Bett mit Leia im Bikini. Und den Musiker, den haben wir dann dort auch. Und das können wir alles runterklappen, wir können oben alles abnehmen. Wir sehen hier Jabba nochmal mit einem Schild, das wir auch entsprechend wahrscheinlich hoffentlich bedruckt haben. Und hier unten nochmal davon die Küche. Die gucken wir uns gleich aber nochmal genauer an. Hier ein Bild aus dem Original, da hat R2-D2 auch tatsächlich hier sein Tablett, was wir ja auch, wo haben wir ihn? Werden wir gleich nochmal sehen. Da haben wir ihn, genau. Da haben wir ihn ja auch mit Tablett mit C3PO. Warum der grüne Frosch da ist, keine Ahnung. Jo, da sehen wir Jabba nochmal. So, wir gehen mal weiter. Da sehen wir die Gamando-Einheit. Da mit Stickern leider. Das ist hier deutlich, deutlich leider zu erkennen, dass da Sticker sind. Ja, schade, schade. Naja, was willst du erwarten bei 500 Euro? Und wir gucken mal die Küche an. Die finde ich nämlich sehr, sehr cool. Allein hier mit diesen ganzen Tellern und Details, die hier sich überall befinden. Da die Fische auch. Also da haben sie wirklich geklotzt statt gekleckert. Und das gilt auch durchaus hier für das Gefängnis. Auch da haben wir, ja gut, eine Bürste, okay. Aber hier hinten alles Mögliche an Waffen noch und so weiter und so fort. Es ist alles gefliest. Also das ist schon ziemlich cool. Und wir gucken mal ins Werbevideo. Moment. Zack, machen wir den Ton weg. Und wir sehen, ja, einen Mensch, der eine Treppe einbaut. Wir sehen, dass das Ganze mit 77 cm und ordentlich Platz auch nimmt, abnimmt auf der Kommode. Da können wir oben abnehmen, da können wir reingucken, da sehen wir Sticker, da nimmt er irgendwas raus, keine Ahnung, was das war. Und ja, da ist Jabba nochmal und kriegt jetzt ins Dunkle reingesetzt, weil wir das Dach drauf gemacht haben und die Segel. Da sind sie, die 11 Minifiguren, die fahren wir nochmal ab und das Ganze nicht nur zum 25-Jährigen. Das Ganze basiert ja auf Star Wars Episode 6 nach heutiger Zählart. Die Rückkehr, Return of the Jedi, Jedi. Und ja, so sei es das. Mal in dieser Version ist es schwierig, den Kopf immer gerade zu halten. Da muss ich noch an was arbeiten, glaube ich. Wie findet ihr das sonst? Wir können auch hier mal ganz nah rangehen. Oder wir können es mal angucken. Guck mal hier. So sieht das aus hier bei mir in meinem Hotelzimmer, wo ich mich gerade befinde, wenn da keine von so einem UCS-Modell von Lego steht. Ach, ist das traurig. Dann gucken wir doch lieber so. Ohne, mit. Ohne, mit. Tschüss.